Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Duke Nukem. Wir schauen uns hier mal wieder um, beziehungsweise versuchen das mal einigermaßen. Hier scheint ja auch irgend so ein Airlock-Ding zu sein, aber ich glaube, da kommen wir nicht weiter. Wir haben jetzt zwar ein Tauchkit gefunden, allerdings nirgendwo eine Möglichkeit, ins Wasser zu kommen. Bisher zumindest. Es sei denn, wir gehen nochmal in diese Gärten raus. Da können wir auch nichts machen. Also wirklich viel hat das nicht gebracht. Außerhalb des Tauchkit. Hätte aber ein Wie bisschen seht. mehr erwartet. Haben wir irgendwelche Risse hier in der Wand? Lässt sich aber leider nicht so wirklich gut erkennen bei der Dunkelheit. Schauen wir doch noch mal weiter. Ich schätze mal, das Tauchkit war's und dann gehen wir einfach mal jetzt wieder planschen. Wofür? Da genau, das war die Galerie und von da kommen wir, glaube ich, in die Gärten, oder? Mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Eher weniger. Wenn ich mir das mal so anschaue, ich glaube, hier sind wir ganz falsch. Das sieht schon besser aus. Nee, da wollte ich nicht hin. Da waren wir ja schon. Das sollte eigentlich abgehakt sein, denke ich mal. Hier geht's zu den. Also, was heißt Gärten? Ich nenne es Gärten, weil es halt irgendwie gartenmäßig aussieht. So. Okay. Das hat jetzt schon mal nicht so viel gebracht. Ich glaube, da kam ich ja auch her. Nee, also hier scheint nichts zu sein. Schade. Ich schätze, da müssen wir doch nochmal zurück. Irgendwas muss ja die gelbe Keycard hier gebracht haben. So, dann nochmal ab nach unten. Ja, ist doch relativ groß, das Level hier. Und für mich noch nicht so ganz ersichtlich. Beziehungsweise noch nicht so ganz übersichtlich. Nehmen wir mal die Tour. East Gallery. Nö. Kann ja mal, wie gesagt, hier Karte wieder aufrufen. Da geht's zu den Ausstellungsdingern. Was haben wir hier eigentlich? Ach, das sind, glaube ich, irgendwelche Lüftungsschächte wieder. Ja, gehen wir halt da hoch. Ich muss sagen, es klappt echt erstaunlich gut mit der Karte hier, sich zu navigieren. Das ist sehr, sehr angenehm. War das jetzt hier? Nee. Ist auch gerade nicht so offensichtlich. Wo sind wir denn hier nochmal? Ah, wieder im. Okay. Tja. Wieder mal die Frage, wo es weitergeht. Wie gesagt, die Level werden doch deutlich verzwickter und sind halt nicht mehr so linear wie damals noch am Anfang.
Muss halt hier so ein bisschen suchen. Was hat uns das hier eigentlich gebracht? Weiß ich gar nicht mehr. Tja. Das ist auch alles noch Ausstellungszeug hier. Buletten. Ah ja, ich glaube, warte mal. Zack, nee, da geht's nach. Will ich nach oben? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier waren wir, glaube ich, noch nicht. Hey! Was habt ihr denn hier Schönes? Nicht allzu viel, wie mir scheint. Ein weiterer Lüftungsschacht. I. Na kommt. Okay, da waren wir schon. Ich glaube, dann haben wir den einfach noch nicht komplett hier abgesucht. Aber vielleicht kommen wir da ein bisschen schneller voran. Genau, da ist jetzt von dem Weltraumding. So, da noch ein bisschen nachgefüllt. Lohnt sich ja auch mal. Wieso finde ich jetzt nicht mehr zurück, sag mal? Kann doch irgendwie nicht sein. Wo war denn hier das jetzt wieder mit diesen... Na gut, das bringt mir nichts. Das ist leider zu verpixelt, um das zu lesen. Meine Güte, der Level ist wirklich sehr verwirrend. Muss ich ja sagen. Es war doch irgendwo eine Ebene tiefer, oder? Dass man hier auch immer wieder Schaden kriegt, wenn man runterspringt. Das ist ein wenig unnötig. So, die Tour ist nix. Da waren wir ja schon. Und hier dürfen wir vielleicht hier hin. Ja, okay, da haben wir's. So, wo ist denn das auf der Karte? Dann schauen wir hier mal rein, aber wie gesagt, es war hier nicht allzu viel zu finden. Vielleicht haben wir ja nochmal irgendwie Feuerlöscher an der Wand, den wir wegsprengen können, aber ansonsten war ich hier schon drin. Nein? Okay, dann scheint das vielleicht was zu bringen. Mal schauen. Da können wir den Aufzug nochmal rufen. Ich speichere das mal ab. So, da dürft ihr wahrscheinlich zu sein. Ja, war zu erwarten. Hier ist aber überall zu. Okay, das scheint nur für den Ozean zu gelten. Hier haben wir nochmal so die allgemeinen Sachen. Irgendwie müssen wir die Türen ja hier aufkriegen. Hier wäre Wasser. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie wir da hinkommen. Aber dann hätten wir halt zumindest schon mal eine Verwendung für unser Tauchan für unseren Tauchanzug.
Ah, jetzt ist hier unten zu. Okay, dann machen wir noch mal auf. Hat das hier jetzt auch irgendwas gebracht? Leider nicht. Ich hoffe mal, dass wir jetzt unten wieder raus können. Ansonsten muss ich mir überlegen, ob ich noch irgendwo, da muss ich halt mal noch ein bisschen weitersuchen. Ach nee, das bringt was. Wie kommen wir denn hier hin? Die Türen sind ja alle zu. Wenn wir dieser Tour hier folgen, kommen wir wieder hier raus. Ah, guck mal. Ist halt die Frage, was bringt das jetzt? Was bringt dieser Schalter? Ich habe nichts klicken gehört. Hat das hier vielleicht irgendwas geöffnet? Hat das da hinten irgendwas geöffnet? Das sind auch wieder diese Airlock-Dinger. Ah, jetzt können wir hier rein. Okay. Überall? Nee. Vielleicht war das auch vorher schon so. Ich bin mal wieder echt ratlos hier bei dem Level-Design. Was können wir denn hier noch machen? Vielleicht haben sich jetzt ja oben die Dings geöffnet. Die Schleusen. Puh, dazu müsste ich das jetzt erst nochmal finden. Da kann ich hier rein? Nein. Ah ja, hier. Okay. So, komm, dann war scheinbar der, um dieses Dings zu öffnen. Da muss ich halt noch irgendwie rausfinden, wie ich da reinkomme. So, jetzt sollte das hier wieder offen sein. Wirklich extrem verwirrendes Level. Alles sehr labyrinthartig hier aufgebaut. Ist das da hinten der Aufzug? Guck mal. Ne, ich glaube, das war das mit dem. Genau, mit dem Sessel. Aufzug, wo bist du? Da ist er. Okay, ja, alles klar. Also das bringt halt dann nur was dafür. Die Frage ist, was haben wir da oben? Wir müssen doch irgendwo oben hier irgendwas haben, dass wir weiterkommen. Können wir hier irgendwas drücken? Nö. Mal die Stühle. Ah, ich glaube, hier war ich noch nicht weiter. Okay. Schauen wir doch mal, was das hier bringt. Das sieht doch mal gut aus. Bitte schön. So, wir können hier rein. Wir können tauchen, alles klar. Dann können wir hier auch den Schalter mal betätigen. Das bringt vielleicht was, dass hier die Dinger jetzt geöffnet sind, oder? Jawohl, ja. Na, dann kommen wir doch noch weiter hier. Das ist doch schön, freut mich. Hauen wir die Haie mal weg, müssen wir halt gucken. Da wieder was zum Umlegen.
Ob hier unten noch irgendwo eine Karte ist. Scheint mir aber nicht so. Ach so, wir können ja den... Das hat, glaube ich, jetzt hier den Dings geschlossen. Das ist nicht so schön. Oder? Moment. Nee. Hat es nicht? Wir können immer noch raus. Okay. Ach, du hast vielleicht jetzt was anderes geöffnet. Das nächste Tor. Okay, dann müssen wir hier mal der Sache auf den Grund gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, da wäre dann die nächste. Nächste Schalter. Sonst ist hier nichts Interessantes. Da hinten war, glaube ich, gar nichts mehr. Waren wir jetzt... Da waren wir schon drin. Sehe ich an den Fußspuren. Dann müssen wir noch hier rein. Alles klar. So viele Haie. Oh, ich soll vielleicht mal die Waffe wechseln. So, das wären die Haie. Dann müssen wir gucken, ob wir hier unten noch irgendwas haben. Irgendeine Karte. Oder irgendwas, weswegen wir hier reingekommen sind. Oder ist die hier irgendwo präsentiert? Da wären noch Haie. Hier sehe ich auch keinen Schalter fürs Erste. Hm. Karte haben wir auch keine aufgenommen. Hm. Naja, gespeichert ist ja. So, die Haie wären weg. Dann schauen wir doch mal. Die waren ja alle hier unten irgendwo, die Schalter. Ist hier nicht der Fall. Wir haben jetzt auch nicht mehr allzu viel Dings. Aber ich habe ja gespeichert. Können wir hier an den Türen irgendwas machen? Beziehungsweise den Fenstern? Nee. Können wir nicht. Haben wir unter den Fenstern irgendwas? Nein. Da ist auch nichts soweit. Hm. Tatsächlich gerade keine Ahnung, wo es hier weitergehen könnte. Was bringt es mir, hier reinzugehen? Außer halt ein paar Haie wegzuhauen. Keine Risse in der Wand. Ja, ich weiß, dass ich gleich sterbe. Ich lade ja eh nochmal neu. Hier ist tatsächlich nichts. Hier ist tatsächlich nichts. Gehen wir noch mal durch. Aber wie gesagt, es bringt hier nicht so wirklich viel, oder? Haben wir hier oben? Hier oben habe ich, glaube ich, noch nicht so ganz geguckt, oder? Hier oben ist aber auch nichts. Also hier sind keine Schalter und ist auch keine Keycard. Was bringt es mir, hier reinzugehen? Was war jetzt dieser ganze Aufwand wert? Hm.
Ich schätze mal, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich mache hier mal einen Folgenstopp. Weiß im Moment leider auch nicht wieder oder mal wieder nicht weiter. Vielleicht fällt mir noch was ein. Danke fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.